Oh, jetzt können wir bauen, Leute. Jetzt haben wir Geld. Wir haben 10.000 Euro dafür gekriegt, dass wir einfach nur gespielt haben. So. Willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Wir machen das jetzt anders. Und zwar nehme ich das Ganze jetzt mit OBS auf. Ich habe jetzt allerdings mal die Skalierung. Nicht die Skalierung. Was rede ich für ein Bullshit? Die Codierung hochgestellt, damit das schöner ist. Das Tolle ist, ich habe jetzt hier wieder richtig fette FPS. Die Aufnahme im OBS-Fenster ruckelt es fuck, aber die Ausgabedatei läuft wieder flüssig. Und oh Gott, wir brauchen dringend eine Reinigungsfachkraft oder ein Klo. Klo. Oh mein Gott. Warum dringend mehr? Ach Gott, wieso gießt die denn? Nein, 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 du sollst den Boden aufwischen. Hier ist alles vollgekotzt. was für ein toller Start in das nächste Ding, ja. Hier ist alles total sauber. Weil, wie man hier sieht, Abfall unterbrochen ist, zieht die Parkbewertung ganz schön weit runter. Deswegen auf jeden Fall einstellen, hier Reinigungskraft 2, du tust auch nur kehren und Ende. Ich denke, das ist jetzt so relativ passabel. Okay, gut. Es gibt jetzt doch eine Facecam, weil das anscheinend, also weil das jetzt mit OBS zumindest aktuell funktioniert, tut. Ich habe jetzt ein bisschen rumgetüftelt, was am besten funktioniert und das, was jetzt drin ist, also Open Broadcaster als Aufnahmeprogramm. Und also wo ich halt alles direkt aufnehme, funktioniert mit Abstand am besten und deswegen machen wir das auch so. Deswegen werde ich jetzt auch das ganze Projekt hier mit OBS aufnehmen. Die Darlehen zahlen wir jetzt mal ab und Alter, wir sind richtig fett im Plus, Alter. Das ist ja richtig gut eigentlich. Wir wollen jetzt quasi nur noch einen höheren Verkehrswert, also 60.000 müssen wir kommen, wa? Oh Gott, das dauert ja ewig. Ja. Also verbauen wir sehr viele Bahnen. Das kann man schon mal sagen. Was haben wir denn jetzt schon alles? Das Problem ist halt, dass ich auf diese ganzen Soaked-Sachen wirklich und Wild-Sachen verzichten will. Weil das für mich sonst keine Herausforderung mehr ist, das Ganze so zu machen. Und wieso habe ich die Achterbahn hier oben animiert? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, deswegen gibt es jetzt irgendwie keine Facecam-Maske, sondern einfach nur oben ein Ding eingeblendet. Viele Besucher sind alle, wir haben doch Burgerstand. Ja, gut, dann machen wir halt da vorne auch noch einen Burgerstand, Alter. Meine Güte. Da, danach, dass wir zum Glück synchronisiert haben, ist das überall ja gleich teuer. Gibt es auch noch einen Getränkestand. Vielleicht sollen wir hier hinten auch mal ein Klo hinbauen, das ist ganz cool. Kippturm. Alter, ich will keine Soaks und Waldkonstruktionen. Ne, egal. Oh, jetzt ist hier vorne eine Bank zusammengekracht. War jetzt aber mal noch einen riesen. Was habe ich jetzt gebaut? Keine Ahnung. Was ich da gerade ausgewählt habe. Oh cool, also ich habe jetzt theoretisch sogar Tribünen. Richtig cool. Okay, das irritiert mich jetzt etwas. Ach, wieso bin ich jetzt bitte bei Wegextras? Oh lol. Wie ihr seht, ich habe hier seilbahntechnisch einiges an Mods drinnen. Weil dieser Platz hier sowieso wurscht ist. Tourmaschinen ist. Warte mal, ich glaube, Tourmaschinen ist sogar Vanilla. Aber wo sind die denn drin? Okay, dann sind sie doch nicht. Ah, nee, wenn es eine Achterbahn ist, dann sind es keine Sachen. Oh Mann! Eine Abschlussachterbahn, die ist auch ganz cool. Ja, gut.
Besucher am Park sind abnormal hoch. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hier hinten krachen die ganze Zeit die Holzbänke ein. Das ist echt nervig. Wegextras. Einfach mal nur noch Bänke. Dann nehmen wir einfach mal die Marmorbank. Und ersetzen hier mal alles. Wie gesagt, ich möchte hier diese ganze Szenerie möglichst originalgetreu beibehalten. Weil ich denke, dass das in Vanilla Hills, also das macht diesen Park ja auch zumindest so ein Stück weit aus. Na, fuck. Mann, das ist doch nervig. Alter, man hört hier nur, man hört im Hintergrund schon die Kasse klingeln. Boah. Ich kann doch so nicht arbeiten. Man muss wissen, Linksklick ersetzen und Rechtsklick ist. Alter. Ja, man kann auch unfähig sein. So. Oh Gott. Ah, hier vorne sind noch zwei kaputte Bänke. Ich glaube, das dürfte es ungefähr gewesen sein, oder? Hier ist noch... Oh, das war sogar die, die gerade kaputt gegangen ist. Da ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Und ich meine, jetzt müssten wir alle haben, oder? Nee, da hat sich noch eine versteckt. So. Und jetzt sollten wir, glaube ich, alle alten Holz... Nee, da vorne ist auch noch eine. Aha, wieder... Das ist das Einzige, was echt ätzend ist. Oh, jetzt hat es kurz geruckelt. Jetzt habe ich den Baum gelöscht, ich Idiot. Oh je. Jetzt sind gleich zwei Sachen kaputt gegangen. Das ist natürlich jetzt echt doof. Und wir haben wieder etwas Geld. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, die Achterbahn macht aber gutes Geschäft im Moment. Sehr, sehr gut. Ja, alles klar. Karussell wurde repariert. Jetzt muss der Mechaniker vom Karussell raus. Zum Enterprise. Ja, lass doch den Mechaniker da erstmal hingehen. Ach, der war eh schon drauf. Ah, cool, jetzt ist Bettina das Ding gleich noch. Alles klar, gut. Alter, mich nervt das schon, dass hier nur diese ganzen blöden Zuckt- und Waldgedönsen erforscht werden. Heiße Schoko, cool. Das ist endlich mal was, was wir auch tatsächlich bauen können, weil das ist Vanilla. €2 für eine große Schokolade, also für eine riesige heiße Schokolade, sollten ja wohl wirklich nicht so viel sein. Riesen, Alter. Das ist das Problem, ne? Wenn ich mit diesen Sorg- und Waldteilen spielen würde, hätten wir das ganze Ding wahrscheinlich schon im Nu fertig. Aber dadurch, dass ich das nicht mache und darauf keinen Bock habe, ist das natürlich ein bisschen schwieriger und nerviger. Und so. Ja, gut. Hier ist mal Mordskurs, ne? Können wir eventuell ein paar Achter... Oh, ja gut, wir könnten die so eine Rutsche bauen, aber die sind nicht so gut. Freefall Tower, das könnten wir aber bauen. Glaube ich. Ja, genau. Der geht nämlich... so, Betriebsmodus, Aufwärtsstart, Freefall ist es.
Das ist ein bisschen unlogisch, diese Startaufteilung. So, tun wir mal so. So 111, das könnte man auch in Realität schaffen. Okay, ich will ihn halt nicht höher bauen. Ja, passt. Oh, ich muss noch Eingang und Ausgang bauen. Dann noch die Wege. Easy! Geilo! Habe ich irgendwas gemacht? Eine große... Oh, jetzt können wir bauen, Leute! Jetzt haben wir Geld! Wir haben 10.000 Euro dafür gekriegt, dass wir einfach nur gespielt haben. Und damit können wir jetzt natürlich einiges bauen. Wie zum Beispiel das 3D-Kino, das wir eben freigeschalten haben. Das ist natürlich immer sehr toll. Ja, ja. Eine Nicht-Testbetrieb der 3D-Kino kann gleich direkt auf volle Pulle gehen. Gut. Das Ding ist, Besucher im Park dürfen wir eh haben, ja klar. Wir müssen das in unseren Verkehrswert hochbringen und das ist eine ziemlich ekelhafte Sache. Weil dafür brauchen wir echt OP-Scheiß, um den wirklich zu pushen. Und da ist halt unser Problem, dass wir nicht so die Mordstrombahnen haben, mit denen wir richtig fett Verkehrswert machen können. Was sehr effektiv ist, ist eine Holzachterbahn. Und das wäre wahrscheinlich das, wo am praktischsten ist zum Bauen. Und ich würde sagen, ich hau jetzt einen kleinen Cut rein. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Holzachterbahn freigespielt haben. Und derweil lasse ich das Ding einfach auf Turbo weiterlaufen. Werde nichts bauen, sondern das Ding einfach genauso übergeben. Und ja. Ich denke mal, das ist ganz gut. Dann hole ich mir schnell was zu trinken. Ich könnte theoretisch auch einen Zeitraffer reinhauen, aber... Nee, das Ding ist sowieso schon so auf Hyperspeed, da wird ein Zeitraffer nur schaden. Außerdem muss ich dann aus dem Spiel raustappen und weil ich das Spiel im Vollbild spiele und den Bildschirm, also den Monitor aufnehme und nicht das Spiel selber, sieht er dann erstmal das Desktop. Wenn ich die Kamera ausschalten will, dann das wäre blöd. Deswegen gibt es jetzt dann einfach den kurzen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. So, überraschenderweise haben wir noch eine normale Attraktion gekriegt. Die werden wir jetzt schnell bauen. Ja. Mehr wollte ich eigentlich gerade gar nicht sagen. Frage ist nur, wo wollen wir sie hinbauen? Ich würde fast sagen... hier hinten passt. Warte mal, wo will ich sie denn? Hä? Wo will ich das Ding denn hinstellen? Da wäre es doch ganz nett. Hier kann ich dann zumindest den Ausgang hinbauen. Den Eingang da vorne hinsetzen. So. So, das Ding stellen wir schon mal hoch. So. Easy. Gut. Also das ist die Revolution. Oh fuck. Das ist so nervig mit einem zweiten Bildschirm. Boah, ey. Naja.
Alter, wieso schaltet sich denn alles zurzeit Not ab? 19 Personen, also sind eh noch gut welche da. Ja, wie gesagt, ich weiß halt jetzt wirklich nicht wirklich, was ich gerade machen soll. Unser Verkehrswert ist jetzt bei fast 70.000. Ich könnte jetzt mal anfangen mittels Dekorationen. Ich glaube, ich habe doch bestimmt irgendwo... Alles klar. Gut. Alles klar. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, folgendermaßen. Ja. Geil. Wo haben wir jetzt das Ding hingeklatscht? Nirgends. Ja, toll. So. Können jetzt hier ein Fenster reinhauen. Das heißt, wir bauen jetzt einfach mal Wände. Das passt dann schon. Denn irgendwie müssen wir ja an einen höheren Verkehrswert kommen. Und eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist lustigerweise das Bauen von Häusern. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat diese Sachen, die kann man mittels, also anklicken, kann man mittels Schiff weiter nach oben stellen. Relativ cool. Damit kann man schon ziemliche Kunstwerke bauen eigentlich. Allerdings auch ziemlich viel unnötigen Schnickschnack. Das werden wir jetzt mal demonstrieren. So, hier ist das schiefe Halbdach. Das, also es ist wirklich... eigentlich sehr simpel. Man braucht allerdings Erfahrung, um zu wissen, wie dieser Baueditor... Okay, war... Ach so, wegen dieser Wand hier. Gut. Okay, könnten wir jetzt hier zum Schieferdach hier noch ganz oben als Turm einstellen. Jetzt haben wir hier den Eingangsbereich in ein Haus gebaut. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das kann man prinzipiell bei jeder Attraktion machen. Das heißt, man kann auch einen riesigen Indoor-Park erstellen, indem man einfach alles in solche Häuser baut. Und das Ganze hat nämlich noch einen coolen Effekt. Denn solche Häuser an einer Bahn erhöhen den die Erregungsbewertung der Bahn. Und das ist eigentlich schon... Alter, ich will das Ding löschen. Ziemlich cool, dass das geht. In der Marfa erhöht das auch den Verkehrswert, wie man hier sieht. Wir haben 3000 dazu gekriegt, wo wir so ein läppisches Haus gebaut haben. Und das ist eine sehr effektive Möglichkeit, den Park weiter voranzubringen. Noch dazu, wie man hat ja zum Beispiel solche Orte wie diese. Die kann man nicht wirklich sinnvoll nutzen. Für so für Bauvorhaben. Kann man eigentlich mal lustige Infrastruktur-Scheiße reinbauen. Oder Häuser. Und Häuser ist eben das, was wir jetzt mal machen. Und zwar nach folgenden Prinzipien. Ballonen. Ja, Ballons sind immer ganz nett. So, da kann man übrigens hier Ballons hinzufügen. Die dann verschiedene einfärben. Das ist ganz cool. Rot und dann noch einen in Pink. Jetzt laufen die dann mit Ballons rum und da kann man zum Beispiel den hier machen. Das ist immer voll lustig. Da kann man dir seine Besucher so ein bisschen trollen. Okay. Eis. Ey. Komm, dann bauen wir einen Eisstand hin. Ist easy.
Ja, Preis ist ganz okay. Also ich persönlich würde eher weniger Geld für ein Eis ausgeben wollen, als wie hier die Tarife sind. Und jetzt kommt wieder unser Standardtrick, den wir gerade eben gelernt haben. Erst mein Dach nehmen. Okay, jetzt wissen wir zumindest schon mal, auf welcher Höhe wir das Dach bringen müssen. Das ist immer ganz gut zu wissen, dass man das weiß. Können wir hier dann noch den Dachfürst anlegen. Das ist auch etwas, was es bestimmt gut wäre, wenn das dann im Rollercoaster Tycoon World gefixt wird, nämlich mit diesen Wänden. Es gibt keinen Schatten. Okay, wir haben wieder keine neuen Attraktionen dazu gekriegt. Ist ein bisschen nervig. Ja. Au. Das ist jetzt weniger schön. Das machen wir anders. So. Jetzt brauchen wir nur noch so eine Einhöhe, hohe Schieferwand. So ein Ding. Das klatschen wir jetzt dann hier an die Ecken. Schon haben wir hier das Ding hier auch schön in ein Haus verpackt. So ein bisschen wie Minecraft. Und ja. Ja, da ist sie. Und wir haben genug Geld, um was richtig Geiles zu bauen. Also man muss wissen, mit der Holzachterbahn kann man richtig kranken und geilen Scheiß bauen. Und davon abgesehen, dass die Holzachterbahn sau viele Designs vorgespeichert hat. Ich meine, können wir mal machen. So, wir gehen hier mal auf Laden. Können die schwarze Witwe könnten wir bauen. Der ist gesperrt. Das Treibholz könnten wir bauen. Die Feuerfalle. Die glühende Kohle. Große weiße Qual. Hartholz. Kleines Biest. Die ist, hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ist ganz nett. Ist auch cool. Ist auch recht nett. Ist auch so ein Klassiker. Joa. Und mir fällt auf, ich habe meine Standardbahn noch nicht gebaut. Die ich immer baue. So, Holzachterbahn waren mit 6 Sitzen. Okay. Ja gut, wir können natürlich auch ein vorgefertigtes Design nehmen. Da habe ich persönlich jetzt kein Problem mit. Bauen wir das mal so hin. Ich habe nur das Gefühl, dass der Eingang hier etwas fail ist. Aber gut. Wir können das Ding ja auch wieder löschen. Ist ja nicht so, dass das eine endgültige Konstruktion ist. Nur meine Frage ist, kommen wir hier überhaupt raus? Ich habe nämlich so eine gewisse Vermutung, dass warum ja schon mal nicht. Ah, so geht's. Easy. Boah, ey. So.
Warte, das hier muss gelb sein. Dann machen wir das hier mal blau. Das hier rot. Treiben die Preise mal fett in die Höhe. Und. Oh Gott, was ist denn das hier für eine hässliche Wagenfarbe? Nee, setze in Rot. Beziehung in Blau. Ja. So geht Achterbahnbau. Und ich glaube, wir haben irgendwie vergeigt, da so einen richtig passenden. Alles das Ding Chaos. Ja, ich glaube, ein Anhänger würde noch gehen. Ha, fail. Alles klar. So. Oh, okay, gut. Ich glaube, wir haben das Szenario gleich. Ich habe gesagt, so ein Freefall Towers sind immer gut. Deswegen bauen wir jetzt einfach noch irgend so ein Ding. Komm, wir haben noch bestimmt irgendwo noch was, was wir bauen können. Alles klar, haben wir nicht, okay. Hier ist schon doof. Doch, ein schiefes Haus haben wir. Das ist auch immer ganz lustig. Das bringt zwar verkehrstechnisch eigentlich nichts. Aber ist ganz cool. Jetzt kommen wir hier. Okay, gut. Haben wir es geschafft. Das war eine schöne zweite Folge. Und jetzt sehen wir auch, warum ich mal Lohnstein gebaut haben. Die haben alles losgelassen. Yay, die freuen sich mit mir. Jetzt haben wir ein neues Bahndesign freigespielt. Keine Ahnung welches. Aber wir haben es jedenfalls geschafft. Fuck yeah, wir sind gut. Ja, war gar nicht mal so schwierig, wie gedacht. Unsere Parkwertung ist 960. Ist eh gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's von der heutigen Folge Rollercoaster Tycoon 3. Und es geht nächstes Mal weiter mit Goldrausch. Bis dahin und ciao.